Wir kriegen Woche für Woche tolle Feedbacks von Leuten, die auf unsere Homepage gehen und die suchen immer Folgendes. Wenn sie Leute auf der Suche nach Gott suchen, sie immer Folgendes, und zwar Videos. Das Erste, was du angehst auf unserer Homepage, sind Videos. Nicht Texte, wir sind keine Textgeneration, ist viel zu viel Text, selbst wenn es gut geschrieben ist. Auch Bilder, naja, aber ein Video. Und dann klickst du das an. Eine Freundin von mir zum Beispiel ist über Facebook mit mir befreundet geworden und dann hat sie auf meine Bilder geklickt, dann ist sie auf den Link von der Homepage und dann hat sie alle Videos angeguckt auf dieser Homepage. Was für Möglichkeiten gäbe es, wenn auf dieser Homepage alle möglichen Videos wären? Jeder Sonntag könntest du das Video angucken. Du müsstest nicht nachher, wenn du zu Hause diesen Podcast hörst, überlegen, was hat er da auf der Bühne gemacht mit dem Spiegel? Das kann man nicht hören. Wir bräuchten Arnold Schwarzenegger, Director's Cut, die den Unterschied, und jetzt geht er auf die Bühne und geht da in den Spiegel. Dann nimmt das gleich einen Zettel oder irgendwas, ja. Das hörst du einfach nicht. Du kannst das nicht mitkriegen. Du bist mit allen Sinnen geschaffen. Erst recht, wenn du nicht da warst, wenn du schon Gott kennst, Gott nicht kennst. Und wir wollen vielen tausend Leuten das die Möglichkeit machen, Gott zu erleben. Weil wir jetzt schon erleben, dass viele, viele uns schreiben, und diese E-Mails fangen immer gleich an. Hallo Tobi oder hallo ISF-Team, du kennst mich zwar nicht. So fangen diese E-Mails an. Aber ich wollte dir Danke sagen. Danke für jeden deiner Predigten. Ich höre die Podcasts von ISF München schon sehr lange und immer wieder spricht Gott mich direkt dadurch an. Ich bin durch eure Predigten im ICF gelandet, hier im schönen Freiburg. Und hätte nie gedacht, dass Gott mit mir einen Plan hat. Dass mein Leben hat sich komplett verändert. Das Krasse ist, dass ich immer wieder, wenn ich am Boden bin, durch eure Predigten ermutigt werde, weiterzumachen. Ich spüre dann, dass Gott da ist und mich gebraucht. Ich danke euch, dass ihr es online stellt. Ich lade die Podcasts immer runter und höre sie bei meinem Lauftraining an. Heute hatte ich wieder eine Begegnung mit Gott. Es hat mich so tief berührt, dass ich während meinem Lauf bergauf angefangen habe zu frieren, ich Gänsehaut bekommen habe und weinen musste. Ich habe gemerkt, wie tief in mir drin ein Transformationsprozess beginnt. Und ich muss einfach mal Danke sagen dafür. Vielen Dank. Seine junge Frau, nur die Sachen, die hier drin stehen, würden sich schon lohnen, das anzubieten. Und jetzt stell dir vor, wir könnten ein Video anbieten. Wir wollen Videopodcasts machen, wir wollen Kurzfilme machen zu jedem Thema, das Menschen interessiert. Warum lässt Gott Leid zu? Was ist die Taufe? Warum? Wie wird man Christ? Immer 3 Minuten sehr gute Videos. Die wirst du anklicken und all deine Freunde. Und wenn du es vielen Menschen ermöglichen möchtest, hast du heute folgende Möglichkeit, in den nächsten Minuten mal drüber nachzudenken, möchte ich mich daran beteiligen. Geniale, großzügige Leute haben bereits 7.000 Euro gespendet, für diesen Step-Video-Podcast anbieten zu können, Schnittplätze einzurichten und Animation und Grafik zusammenzubringen, brauchen wir nur 16.000 Euro. Warum sage ich nur? Weil ganz ehrlich, das ist ein Witz. Dafür, dass Tausende, Millionen von Menschen, das gibt es in Deutschland so noch nicht, das gucken können. Bereits jetzt, du musst mal bei iTunes in die Charts reingehen, zum Beispiel Spiritualität und so, und dann siehst du fast immer das ICF München Top 10, Top 3 und so weiter, bereits jetzt nur mit so einem dummen Podcast zu hören. Wenn das Leute sehen werden, werden sie viel tiefer noch Gott kennenlernen. Und wenn du möchtest, hast du jetzt folgende Möglichkeit. Denk drüber nach, möchte ich mich daran beteiligen. Auch wenn du Gast hier bist, und schon ein paar Mal da warst, vielleicht möchtest du dich beteiligen. Auch wenn du in eine andere Kirche gehst und sonntags, warum auch immer, dann hier einläufst. Vielleicht möchtest du dich beteiligen.